Jetzt melde ich mich auch mal mit Gesicht. Tatsächlich war ich draußen. Es ist hier ja Orkanwarnung in ganz Deutschland und ich gehe raus natürlich. Ja, dementsprechend sehen auch meine Haare aus. Die haben vorhin echt gut gelegen. Jetzt nicht mehr. Aber ist auch egal. Es ist Wochenende. Ich freue mich und es wird mal ein sehr, sehr entspanntes Wochenende, weil ich persönlich nichts vorhabe. Ja, ich war einkaufen und habe so ein paar Sachen bekommen noch, die ich haben wollte. Werde ich euch jetzt gar nicht großartig zeigen, ist auch nichts Besonderes dabei. Das will ich mal irgendwie noch aufräumen, weil irgendwie stört mich das. Dieser Tisch stört mich, weil das immer nur eine Ablagefläche ist. Aber jetzt muss ich mir erstmal was zu essen machen, weil wir haben es kurz vor 11 und ich habe noch nichts gegessen, beziehungsweise ich müsste vielleicht auch einfach mal was trinken, also wirklich viel trinken, weil unterwegs hatte ich jetzt nichts dabei. Ich wäre eh nicht dazu gekommen, weil der Wind so extrem war, dass ich nicht mal mehr Luft gekriegt habe. Also ich mag die Masken ja sonst irgendwie nicht mehr so, aber in dem Fall waren sie gut, weil ich konnte atmen mit Maske. Ja, jetzt hatte auch noch der Bus, mit dem ich gefahren bin, hatte jetzt auch noch, musste eine Umleitung fahren, keine Ahnung warum. Aber ich bin quasi direkt vor meiner Haustür rausgelassen worden. Es hatte was Positives. Man muss es ja so sehen. Es hatte was Positives. Nun ja, ich werde jetzt erstmal was trinken. Lustigerweise habe ich mir gestern Abend schon vorbereitet, was ich jetzt erstmal zum Mittag essen möchte. Ich habe auch noch meinen Brokkolisalat. Den werde ich, glaube ich, auch dazu essen, auch wenn es gar nicht so passt. Aber nun ja, wir werden sehen. Ich kann es ja, muss es ja nicht zusammen essen. Ich habe jetzt doch erstmal zum Mittag was anderes gemacht, nämlich das hier. Es ist so lecker. Ich habe es auch mitgefilmt. Ich will da mal versuchen, ein Reel draus zu machen für Instagram. Ja, und ich werde mir das jetzt erstmal schmecken lassen. Und das andere Rezept ist aber auch schon vorbereitet. Also das, was ich nachkochen wollte und steht eigentlich schon bereit zum Fertigwerden. Aber das gibt es dann erst heute Abend. Und ja, ich werde jetzt mal essen und dann geht's hier weiter. Übrigens ist mein More Nutrition Paket angekommen. Sollte eigentlich erst Montag kommen, deswegen war ich auch unterwegs. Ja, jetzt steht es bei meinem Nachbarn. Mein Nachbar war aber nicht da. Jetzt muss ich also horchen, wann hier die Türen klappern und ich dort hingehen kann und mein Paket abholen kann. Es ist der nächste Tag. Ich habe gestern nicht mehr gefilmt. Ich hatte so mit Rückenschmerzen zu tun. Also schon seit Freitag. Ich blende euch, glaube ich, hier auch ein, welchen Tag wir heute haben und welcher gestern war. Möchte ich mir ja sowieso angewöhnen, in den Videos dazu zu schreiben, welcher Tag, ja, der Drehtag quasi war. Obwohl Drehtag auch immer so klingt, als ob es ein Skript gibt. Nee, gibt es nicht. Ja, also gestern habe ich nicht mehr gefilmt, weil ich halt extrem mit Rückenschmerzen zu tun habe. Habe ich heute auch noch. Keine Ahnung, vielleicht verhoben oder so. Ja. Ich habe euch bei Instagram gestern mitgenommen, dass ich ja auf ein Paket warte, beziehungsweise darauf warte, dass meine Nachbarn nach Hause kommen. Die sind dann, glaube ich, irgendwann gegen 21 Uhr irgendwas nach Hause gekommen, dann bin ich aber nicht mehr hoch. Ja, jetzt haben wir Sonntag und ich mache das immer total ungern, auf dem Sonntag irgendwo hinzugehen und zu sagen, ja, hallo, Sie haben ein Paket für mich angenommen. Aber ja, wenn man halt den ganzen Tag nicht da ist und ja, ich das halt gerne hätte, dann muss es auch mal auf den Sonntag gehen. Es ist gleich 10, ich glaube, das ist eine ganz gute Zeit, da mal hochzugehen. Und ich hoffe, es waren die, die nach Hause gekommen sind. Und zu meiner Verteidigung, das Paket sollte erst am Montag kommen. Ich glaube, das habe ich gestern auch schon gesagt, aber das Paket sollte erst am Montag kommen. Das ist nämlich mein More Nutrition hier, mein Paket. Tatsächlich. Und da ich das ja mit euch auspacken wollte und ich das gerne bei Tageslicht machen würde, ja, hat es mich gestern ein bisschen geärgert, dass ich halt alle Stunde da hoch bin und ja, die leider nicht zu Hause waren. Ich hoffe, die sind da und die sind mir nicht böse, dass ich auf den Sonntag da klingel. Ja. Aber ich hätte das halt gerne, weil da auch das Kochbuch mit drin ist und ach ja, und das neue Chunky bzw. die Limited Edition. Aber das zeige ich euch dann alles nachher. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Drückt mir die Daumen. Später. Natürlich ist dort oben keiner. Ich war mittlerweile ein zweites Mal oben und ja, die scheinen nicht zu Hause zu sein. Aber ich versuche es jetzt nicht mehr genervt zu sehen, sondern so, dass es
Ja, dass es halt jetzt so sein soll und ja, ich hätte es ja sonst eh erst Montag gekriegt. So war es ja eigentlich geplant. Nun ja, es fällt mir schwer. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Nun gut, ich habe gerade noch meine Blumen gegossen und war noch mal kurz im Schlafzimmer. Habe da auch meine Blumen gegossen oder meine Pflanzen. Ich habe ja nicht wirklich Blumen hier, sondern eher Pflanzen. Ja, sowas ganz viel. Ja, und ich, ja, da ist mir aufgefallen, ich habe mir Bücher gekauft. Das weiß ich natürlich noch, weil es erst vor 3, 4 Tagen war, aber die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Nicht mal bei Instagram. Und tatsächlich war da eins mit bei, was ich gerade aktuell schon hier habe, was mir aber nicht gehört, nämlich das hier von Arno Strobel Offline. Da hatte ich, glaube ich, sogar eine Buchrezension zugemacht. Wenn ja, verlinke ich sie euch hier. Ja, und das habe ich mir jetzt nochmal gekauft, dass meine Freundin ja ihr Buch wieder haben kann. Sie hatte mir das nämlich damals geschickt und ich muss auch sagen, bei Offline gehe ich auch immer noch mit. Das war auch relativ gut, die App eben nicht so, aber ich habe da tatsächlich sogar jetzt noch ein drittes Buch von ihm. Sharing heißt es, glaube ich. Und ja, das habe ich noch nicht gelesen. Aber alle guten Dinge sind drei und ich ja, wollte ihm jetzt nochmal die Chance geben. Nur weil ein Buch nicht ganz so meins war oder ja, nicht ganz mein Geschmack war, heißt das ja nicht, dass es per se schlecht ist. Ja. Dann habe ich mir noch, und da schleiche ich, glaube ich, auch schon seit 2 Jahren drumrum, eine kurze Geschichte der Menschheit gekauft. Und wie gesagt, da schleiche ich schon ganz, ganz lange drumherum. Und ja, jetzt kam es nur noch 14,99. Und mir ist so, als ob das mal 20 gekostet hat. Ich weiß es aber nicht genau. Und ja, dementsprechend dachte ich mir so, und jetzt nimmst du es mit. Und habe ich dementsprechend auch getan. Und ich bin gespannt. Auch da, die Freundin, die mir das Buch geliehen hat, die hat das, glaube ich, auch schon gelesen und fand es gut. Und wir haben da einen ähnlichen Geschmack, was Bücher angeht. Und ja, dementsprechend bin ich gespannt. Und dann habe ich mir noch ein drittes Buch gekauft. Nämlich das hier. Trotzdem Ja zum Leben sagen. Da geht es um einen Psychologen, der ein Konzentrationslager erlebt, überlebt hat. Und ja, ich glaube, es hat jetzt nicht so viele Seiten, knappe 200, glaube ich. Ja, knappe 200. Und ich bin gespannt, weil tatsächlich durch den Instagram-Account von Ich bin Sophie Scholl, also wo es um Sophie, die Geschichte von Sophie Scholl und Hans Scholl geht, tatsächlich dadurch beschäftige ich mich gerade sehr viel mit dem Thema und ich habe auch gestern einen Film bei Netflix gesehen, meine beste Freundin Anne Frank. Oh, der war sehr, sehr, ja, ergreifend. Also es ist irgendwie harter Tobak und ich beschäftige mich gerade so doch sehr viel mit unserer Geschichte und bin gespannt, was ich aus dem Buch mitnehmen kann. Ich gehe jetzt ins Arbeitszimmer. Ich räume die Bücher noch weg und dann gehe ich jetzt ins Arbeitszimmer und werde noch ein bisschen nähen. Schmerztablette hat im Übrigen nicht gegen meine Rückenschmerzen geholfen. Also schon ein bisschen, aber es ist halt immer noch ja, nicht ganz so. Nicht ganz so schön. Naja. Ich muss jetzt mal noch meine Kopfhörer, muss ich auch mal suchen, weil dann kann ich nebenbei noch eine Serie gucken. Also es ist ja, wenn ich im Arbeitszimmer bin und da was nebenbei mache oder gucke, ist es ja eher wie ein Hörbuch. Aber das mache ich jetzt schon eine ganze Weile und nehme mir da trotzdem was mit. So, und bevor ich mich jetzt hier weiter verquatsche, werde ich mal ab ins Arbeitszimmer gehen. So, ich bin immer noch im Arbeitszimmer, aber ich habe auch gerade gesehen, dass meine Nachbarn, die das Paket angenommen haben, nach Hause gekommen sind. Und ja, oh, es ist wirklich, ich und sonntags irgendwo klingeln, das ist immer so eine Sache bei mir. Aber ich mache das jetzt, weil im Endeffekt sind sie ja selbst schuld, wenn sie ein Paket annehmen und dann nicht da sind. Bin ja dankbar dafür, dass sie es machen, aber ja, schwierig. Aber ich werde jetzt mal da hochgehen und hoffen, dass sie mir nicht böse sind.
Mein Paket ist da. Ich habe aber eben gerade noch bei Instagram die Affirmationskarte für ja, die kommende Woche gezogen. Ich würde es gerne jeden Tag machen, aber das schaffe ich halt zeitlich nicht. Und meist ist es dann doch schon dunkel, wenn ich zu Hause bin. Aber so einmal wöchentlich kriege ich das, glaube ich, ganz gut hin. Und ja, so einmal wöchentlich kriege ich das ganz gut für mich hin. Und das ist meine für kommende Woche. Es ist okay, Fehler zu machen. Ich lerne dazu. Musste ich schmerzhaft erfahren. Mittlerweile kann ich da auch sehr gut mitgehen. Und es ist wichtig und richtig, Fehler zu machen und ja, daraus zu lernen. Wort zum Sonntag. Aber jetzt kommen wir zu den wichtigen Dingen des Lebens, zu meinem More Nutrition Paket. Und ja, ich habe das, ich glaube, bei Instagram gesagt, dass ich da ja, das gerne mit euch teilen würde. Könnte auch in dem Video gewesen sein, was ich, ja, was ich am letzten Sonntag gedreht habe. Ich mache jetzt mal das Paket auf und dann. Ja, zeige ich euch, was ich mir da so Schönes bestellt habe. Ich liebe es ja so, so sehr, die Moor-Pakete aufzumachen, weil es. Ach ja, da habe ich, ja, keine Ahnung, da habe ich immer so ein bisschen Herzklopfen bei. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Zuerst zeige ich euch die Probe, die ich gratis, dazu bekommen habe. Und das ist was, was ich mir sowieso mal mitbestellen wollte. Gibt es in vegan und nicht vegan. Ich habe jetzt die vegane Variante. Und ja, es handelt sich um ein Chunky mit Creamy Peach Geschmack, also mit Pfirsichgeschmack. Und ja, tatsächlich ist das was, was ich mir auch als große Dose bestellen wollte. Wo mir aber von abgeraten wurde, weil es wohl nicht so schmeckt. Jetzt bin ich gespannt, bin ich ganz glücklich darüber, dass es das als Probe geworden ist. Und wird natürlich probiert. Und die Proben im Übrigen, wenn ihr euch mal was bestellen wollt an Chunkies oder so und ihr euch nicht sicher seid, nehmt die Proben, weil da sind 30 Gramm drin und ja, das reicht so für 6 bis 8 Portionen, je nachdem, wie viel ihr haben wollt. Also von daher kann ich nur empfehlen. Ich habe mir natürlich gleich die ganzen Dosen gekauft. Wäre ja auch blöd gewesen, hätte ich das mit den Proben gemacht. Wäre ich vielleicht schon früher zum Moor gekommen. So, ich habe mir nochmal Butterkeks Chunky gekauft. Und ich muss mal gucken, mir war so, als ob ich mir das zweimal bestellt habe. Ja, wie eben schon gesagt, ich habe es zweimal bestellt, weil es ist mega, mega lecker und ist nicht so, dass meine Dose, die ich mir bestellt hatte, dass die in irgendeiner Art und Weise leer ist. Also so schlimm ist noch nicht. Dafür habe ich mir auch zu viele Chunkies bestellt, aber von Butterkeks kann man nie genug haben. Dann habe ich mir nochmal, auch das mega geil und ist auch bei weitem noch nicht leer, aber. Habe mir nochmal Sweet Honey bestellt. Total mega, weil vegan und schmeckt komplett mal nach Honig. Keine Ahnung wie, aber es ist richtig geil. Es ist richtig geil, kann ich richtig dolle empfehlen. Dann gab es zwei Geschmacksrichtungen, die immer im Sortiment sind und die ich mir einfach mal bestellen wollte. Die eine ist Puddingcreme. Wurde mir empfohlen. Ich bin gespannt. Wehe, das schmeckt nicht, dann schicke ich dir das zu. aber ich bin gespannt, wie es schmeckt. Und wird wahrscheinlich irgendwas von den neuen Sorten wird definitiv heute noch ausprobiert. Dann gab es noch, weil mir das Total Protein, ich glaube, es heißt Zimt Zucker Cookie, weil mir das so mega gut schmeckt, gab es noch das Chunky Flavor Cinnalicious. Ich hoffe, es geht in die gleiche Richtung vom Geschmack. Weil ich mir das dann einfach mit dem neutralen Total Protein mischen würde und das dann als Shake trinken würde. Das war so der Plan dahinter. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Und per se mag ich Zimt. Also das ist ja auch immer so eine Sache. Es gibt die Leute, die mögen keinen Zimt. Für die ist das wahrscheinlich nicht so. Aber ich mag ja auch Cinnaminis und so. Kaufe ich mir sehr selten, weil sehr viel Zucker. Aber vielleicht geht das wenigstens so ein bisschen in die Richtung vom Geschmack. Ja, und dann gab es bei der letzten Aktion noch einen Lounge, nämlich ein Kochbuch. Und es gab zusätzlich noch eine Limited Edition. Und ich zeige euch jetzt erstmal das Kochbuch. Es kommt dann gleich nochmal Chunky. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mir jemals mal ein Kochbuch nochmal kaufe, weil ich habe hier ganz viele stehen, Ketogen und was weiß der Geier, ich hier noch alles stehen habe. Aber tatsächlich habe ich mir das Kochbuch von More Nutrition geholt. Ist mit Ringbuchbindung.
Finde ich mega, weil mag ich sonst eigentlich nicht so, weil ich immer Angst habe, das geht mir zu schnell kaputt. Aber gerade bei Kochbüchern finde ich es echt sinnvoll. Ja. Und ich gucke da nachher mal rein und ja, das werde ich dann auch zelebrieren. Das mache ich dann aber ohne euch. Aber ich freue mich. Also ich habe auch schon ganz, ganz viele Rezepte von den verschiedensten Mitwirkern dieses Buches, ja, nachgemacht und war eigentlich bei fast allen zu 100% begeistert. Deswegen, jetzt habe ich 70 Rezepte und muss da nicht immer bei einer Story oder bei einem Reel anhalten, wie war das nochmal, sondern habe es hier praktisch in einem Buch zusammen. So, und die Limited Edition, die es beim Chunky gab, gab es halt auch nur an diesem 13.02. Und sieht so aus. Soll nach Schwarzwälder Kirschtorte schmecken. Ja. Und ich habe sie nicht nur einmal. Ich habe sie auch nicht zweimal. Ich habe sie dreimal bekommen, weil es wird diese Sorte so nicht mehr geben. Das finde ich jetzt schon schade. Also, wenn es nur im Ansatz wirklich nach Schwarzwälder Kirschtorte schmeckt, dann ja, ist das definitiv meins. Ich bin gespannt. Ich glaube, das wird es heute, was ich zuerst probieren werde. Und nein, es sind nicht alle drei Dosen für mich. So viel kann ich schon mal sagen. Und ja, wie gesagt, ich bin wahnsinnig gespannt. Und ja, hoffe, dass es geil ist. Tatsächlich. Und ich freue mich, dass ich das gerade mit euch teilen kann. Und ja, wer dazu mal Fragen hat, also ich kann da gerne mal so ein bisschen was zu sagen. Ich kann auch jetzt schnell was zu sagen. Das ist halt wirklich was zum Zuckersparen. Also wer gerne Joghurt oder Quark mit irgendeinem Geschmack isst oder ja, auch Kuchen. Es gibt ja wie zum Beispiel Butterkeks, das ist so eine schöne Sorte auch zum Backen. Oder Lemon Cheesecake hatte ich auch schon als Probe, habe ich beispielsweise in einem Käsekuchen mit verbacken. Erstens war er süß und zweitens, ja, habe ich dadurch Zucker gespart. Und dafür ist Chunky echt eine gute Hausnummer. Also es ist so krass, also was ich in den letzten Wochen an süß gegessen habe, in Form von diesem Fake-Grießbrei beispielsweise, den ich ungelogen die letzten 2 Wochen, 3 Wochen, also eine ganze Weile jeden Mittag gegessen habe, weil ich jeden Tag einen anderen Geschmack da drin hatte. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jeden Tag ein Grießbrei mit normaler Zuckermenge gegessen hätte, ja, dann wären die Kilos, die jetzt runter sind, wahrscheinlich nicht runter, sondern es wäre per se am Ende noch mehr als vorher. Deswegen, was das Zuckersparen angeht und auch den Geschmack, kann ich Chunky Flavor nur empfehlen. Und ich habe vorher auch von ESN schon Flav Drops genutzt. War auch okay, ist aber nicht zu vergleichen mit Chunky Flavor. Ich kann es auch gar nicht beschreiben und ich glaube, ich war auch noch nie. Und das ist alles unbezahlt, also das ist alles selbst gekauft und selbst bezahlt. Ich kann einfach nur für mich sagen, ich bin wahnsinnig, wahnsinnig überzeugt von diesen Produkten. Ich habe in den letzten, naja, so 6, 7 Wochen, habe ich, glaube ich, 400 € für diese Produkte ausgegeben. Und ich mache das gerne, weil ich jetzt beispielsweise mit diesen ganzen Produkten komme ich wahrscheinlich noch 2 Jahre hin, weil das so eine Menge ist, weil man nicht viel davon braucht. Und also hier sind 250 Gramm drin und man braucht so 3 bis 5 Gramm pro Portion. Also je nachdem, wie viel es ist. Aber das ist so krass. Es ist einfach so krass. Dementsprechend, wenn ihr es wirklich probieren wollt und das Geld über habt, kauft euch die Proben, lasst euch selbst überzeugen. Ich bin meiner einen Freundin so wahnsinnig dankbar, dass sie mir quasi die ihr nicht geschmeckt haben, die Dosen, gibt es ja auch, es passt halt nicht immer so vom Geschmack, dass sie die mir geschickt hat und auch Proben noch mitgeschickt hat. Weil ich glaube, sonst wäre ich nie so in der Form zu Moor gekommen. Weil ich immer dachte, oh, das ist so teuer und dann gibst du Geld aus und das schmeckt dir nicht. Und ja, es schmeckt mir halt doch, es schmeckt mir wahnsinnig gut. Und ja,
Ich gehe jetzt mal wieder ins Arbeitszimmer, bevor es ganz dunkel ist, aber ich wollte das mit euch teilen und ja, oh, ich bin so wahnsinnig glücklich. Bin so wahnsinnig glücklich. Sehr, sehr, sehr viel später. Wisst ihr, was ärgerlich ist? Wenn man ein Reel für Instagram dreht und das echt gut wird, so fürs Erste, mit einem Rezept und ja, wenn man sich freut und man den Text geschrieben hat dafür, also unten was so in die Caption kommt und ja, man dann auf den falschen Knopf drückt und zurückgeht und der ganze Text weg ist. So eben passiert. Ja, heißt, ich muss das nochmal schreiben. Ich freue mich nicht. Aber nun ja, gehört jetzt dazu, sind Fehler, aus denen wir lernen. Heißt immer mal zwischenkopieren. Immer mal in den Zwischenspeicher packen, damit ja, man es im Zweifel wieder reinkopieren kann. Wie gesagt, sind Fehler, da lerne ich jetzt draus. Passiert. Ist jetzt auch nicht schlimm, weil es jetzt nicht übermäßig viel ist und das Rezept nicht übermäßig kompliziert ist, aber ärgerlich ist es trotzdem. Ja. Ich habe genäht, ich zeige euch, was ich geschafft habe. Und im Übrigen nicht wundern, was ich hier habe. Das ist ein Haltungstrainer, weil immer wenn ich so lange sitze, verfalle ich in so eine, ach ja, komische Körperhaltung, die meinem Rücken nicht gut tut. Dementsprechend habe ich mir irgendwann mal sowas angeschafft und ja, trage das jetzt hauptsächlich, wenn ich hier irgendwie viel sitze. Und tatsächlich hilft das auch gerade so ein bisschen bei meinen Rückenschmerzen. Vielleicht hatte ich auch die letzten Tage einfach so ein bisschen komische Haltung. Nun aber zu dem, was ich genäht habe. Ihr habt es ja schon gesehen beim letzten Mal und auch jetzt hier. So sieht es jetzt fertig aus. Wenn es nochmal gewaschen ist, ist das auch nicht mehr ganz so steif. Und ja, davon habe ich, glaube ich, nochmal 11 oder so gemacht. Und ja, hat jetzt irgendwie einen halben Tag gedauert. Und jetzt sitze ich noch hier und schneide was mit dem Schneidegerät, also hier mit diesem tollen Teil zu. Und das funktioniert echt gut. Also ich musste mich erst ein bisschen eingrooven, aber tatsächlich funktioniert das sehr, sehr gut. Ich mache gerade ja, so kleine Vierecke brauche ich und ja, das funktioniert wirklich, wirklich gut. Und ja, das werde ich jetzt noch fertig machen und dann überlege ich, ob ich noch das Laminärgerät runterhole oder nicht. Wahrscheinlich nicht oder wahrscheinlich doch, aber wahrscheinlich werde ich vorher erst duschen gehen, dann können meine Haare in der Zeit, in der ich laminiere, trocknen. Ja, und dann ist die Woche schon wieder um und mir ist vorhin aufgefallen, heute in 2 Wochen bin ich schon im Urlaub. Jo. Tatsächlich bin ich in 2 Wochen schon den zweiten Tag im Urlaub. Ich habe euch immer noch nicht verraten, wo es hingeht. Das bleibt auch erstmal noch mein Geheimnis. Aber ich freue mich so wahnsinnig drauf und ich hoffe, dass Corona mir jetzt nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht. Aber ja, ich freue mich auf diesen Wochenendtrip und ja, mit diesem schönen Gedanken verabschiede ich mich jetzt von euch. Kommt gut in die neue Woche. Ihr werdet das Video sehen. Da ist die Woche, hat die Woche schon angefangen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und habt bis dahin eine wundervolle Zeit.